Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute 2000 Abonnenten erreicht und das ist so mega awesome. Und ich möchte jedem von euch da draußen danken, dass ihr mich abonniert habt, ihr meine Videos schaut und so weiter und so fort. Weil klar macht mir YouTube persönlich Spaß, aber es wäre eigentlich nur die halbe Miete, wenn ihr nicht mit dabei wärt und immer fleißig kommentieren würdet und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich euch einfach danken für 2000 Abonnenten. Genau, und letztes Mal bei den 1000 Abonnenten hatte ich als Special ein Giveaway gemacht. Das war aber der totale Reinfall, weil es irgendwie Probleme mit den Promocodes gab und so weiter und so fort und falsche Adressen beim Zuschicken und Scheißdreck. Und da haben die Leute rumgeheult, die nichts gewonnen haben und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir gedacht, dieses Mal mache ich als Special was anderes. Und zwar mache ich... Was, wahrscheinlich liest ihr das jetzt hier schon oben am Titel, aber was ich machen möchte, ist, was das euch allen was bringt, beziehungsweise was ein Großteil von euch was bringt, weil viele mich schon angefragt haben, ob ich denn nicht mal eine Roomtour machen möchte, weil irgendwie das Zimmer von jedem ist irgendwie sowas Persönliches und irgendwie kann man da den Leuten, die man zuschaut, wenn die eine Roomtour machen, irgendwie persönlich auch so ein bisschen näher kommen. Und außerdem finde ich persönlich selber auch Roomtouren und Setup-Touren immer mega interessant. Und deswegen habe ich mir gedacht, als 2000 Abonnenten-Special mache ich einfach mal eine Roomtour durch mein wunderschönes Minizimmer hier. Falls euch Roomtouren nicht interessiert, könnt ihr jetzt abschalten, anstatt unten in den Kommentaren dann wiederum zu meckern. Aber für alle anderen, die sich für Roomtouren interessieren, würde ich sagen, ich laber gar nicht mehr weiter rum, sondern fange sofort an mit der Roomtour. Los geht's! Felix Bar 94. Jede ordentliche Zimmertour beginnt irgendwie meiner Meinung nach mit der Tür. Und das ist irgendwie meine Zimmertür aus geilem Holz mit einem Gemälde, das ich gemalt habe, als ich irgendwie in der 7. Klasse war oder so, und hier einem netten Apple-Sticker. Und ich würde sagen, wir betreten einfach mal mein Zimmer. Muah. Und ja, habe ich toll gemacht, alles unscharf. So. Und auf der Rückseite der Tür ist nichts. Ich würde sagen, in meinem Zimmer, weil das ja so riesig groß ist, muahaha, würde ich einfach mal vorschlagen, wir können da chronologisch der Reihenfolge nach vorgehen. Und zwar fange ich hier an, gehe hier entlang, da über meinen Schreibtisch, über meinen Nachttisch, über mein Bett und dann ist fertig. Okay, beginnen wir mit dieser Seite von meinem Zimmer. Wir haben hier an der Ecke irgendwie hier so meinen Schrank mit ganz vielen Klamotten drin, die ihr gar nicht sehen wollt. Haben hier so einen Bassverstärker, weil ich spiele E-Bass-Gitarre. Genau, da irgendwelchen Holzgebilden, mit denen ich mal irgendwas versucht habe zu bauen. Hier ganz viele Bücher. Altes Lego, weil ich früher wirklich liebend gern mit Lego gespielt habe. Ganz viele Ordner. Eine Flagge von der Piratenpartei für die von der ACTA-Demo, wo ich die aufgesammelt habe. Für alle, die fragen, nein, ich bin nicht irgendwie der größte Fan der Piratenpartei, aber irgendwie ist mir die ist mir die Partei doch sympathisch. Ich würde sie zwar nicht wählen, aber die Partei ist mir sehr sympathisch, deswegen hängt hier irgendwie so die Flagge rum. Darüber habe ich noch zwei Flaschen von meinem Club Mate Experiment. Falls ihr nicht wisst, was Club Mate ist, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zu einem Video auf meinem Zweitkanal, wo ich dieses witzige Getränk mal ausprobiere. Oben auf meinem Schrank haben wir haufenweise Boxen. Also einmal hier so die Verpackung von meinen Scheinwerfern, von meinem Kugelkopf, vom Pocket Mixer, von meiner 600D. Dahinter ist noch die Packung von meiner Wii und von meinem DS. Also ganz viele lustige, bunte Verpackungen. Hier habe ich dann irgendwie so ganz viele Bildchen hängen. Und da steht dann auch gleich schon mein Baustrahler rum, mit den ich meistens für die Belichtung meiner Videos benutze. Jetzt für dieses Video nicht, weil es irgendwie ungeeignet ist, weil ich ja die Kamera die ganze Zeit bewege. Aber wenn ich mit der Kamera irgendwo feststehe, sind die sehr gut geeignet, um irgendwie meine Videos zu belichten. Daneben steht hier unten irgendwie mein Schulranzen und mein Bass, meine Bassgitarre. Da habe ich hier mitten in meinem Zimmer riesig groß so ein Regal stehen. Ich gehe jetzt nicht durch alles durch, was hier so rumsteht. Wahrscheinlich nur die Sachen, die euch interessieren. Hier so ein
CD spinnt mit lauter Ubuntu Linux Distribution drauf, wo man irgendwie, falls mal Ubuntu benutzen will, das da von der CD booten kann und benutzen kann. Hier meine Kameratasche. Was da jetzt alles drin ist, werde ich euch nicht zeigen, weil das wahrscheinlich alles in die Länge sprengen würde von der Zeit her. Aber aus diesem Grund werde ich wahrscheinlich demnächst ein What's in my Kameratasche Video machen. Da werde ich euch ganz genau zeigen, was sich da so in dieser Kameratasche so alles befindet. Darunter habe ich irgendwie hier so ein Fach mit meinem ganzen Technik-Krusch, der so ist, mit meiner uralten Kamera, mit der ich früher meine Videos gefilmt habe und so weiter und so fort. Also ganz viel Zeugs. Sind auch ein paar ziemlich interessante Produkte drin, wie dieses uralte Epiphone 520. Falls ihr nicht wisst, was das ist, einfach mal googeln. Ist ein ziemlich cooles Teil eigentlich. Da kann man gejailbreakten iPod Touch reinstecken und da hat man eine Telefon- und Internetanbindung. Praktisch ein iPod Touch to iPhone Converter. Mittlerweile braucht ihr natürlich nicht mehr, weil ich irgendwie ja jetzt ein iPhone habe und keinen iPod Touch mehr. Und verkaufen kann ich den auch nicht, weil der eh gebrochen ist. Deswegen liegt er halt noch so bei mir rum. Also ein ziemlich interessantes Produkt eigentlich. Könnt mal googeln. Apple Peel 520 heißt es. Ein ziemlich interessanter Scheiß. Aber nur für Bastler zu empfehlen. Also das funktioniert nicht so toll, dass ich es jedem empfehlen würde. Darunter haben wir irgendwie noch so ganz uralte CDs, weil CDs irgendwie so total retro und so weiter, finde ich irgendwie cool. Nee, Spaß, also es sind einfach noch so CDs aus meiner Jugend und Kindheit, da auch noch so ein paar Nintendo DS Lite Spiele, weil ich irgendwie Nintendo DS Lite noch hab. Dann hier drunter einmal Hanteln, damit ich zeigen kann, wie stark ich bin und so weiter und so fort. Hier ein Taschenmesser. Ein Guitar Hero Grip von Guitar Hero für den DS. Hier ist der DS drin. Und lauter Spiele. Der DS, kann ich auch mal kurz zeigen, ist ziemlich kaputt eigentlich. Ich hoffe jetzt mal, ich kriege das hier einhändig auf. So. Ja, also der DS hier ist... offen. Der DS hier ist ziemlich kaputt. Der ist schon ziemlich alt, den habe ich mir gekauft, als er rauskam von meinem ersparten Taschengeld. Aber mittlerweile, wie ihr vielleicht seht, Eumel, ist die Klappe kaputt. Und auch das Display, wenn ich es hier mal kurz anschalte, hat ein paar nette Displayfehler. Holla, seht ihr vielleicht hier unten in der Ecke. Also das ist schon ein ziemlich kaputter DS, deswegen benutze ich den kaum noch. Aber als Kind habe ich den echt oft benutzt und richtig viel mit dem gespielt. Also Nintendo DS Lite hier, sehr coole Sache in meinem Zimmer. Daneben ist hier noch so das Aufladekabel davon. Lauter Bücher, noch mehr Bücher, noch mehr Bücher, langweilig. Ganz viele Ordner, alte Fotoalben, durch die ich jetzt nicht durchgehe. Ganz viele Schulordner und Schulbücher. Und noch mehr Ordner. Also hier, das ist ungefähr mein Schrank. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu der interessantesten Sache an diesem Gebilde hier. Und zwar meinem Apple aufgebauten Zeug hier. Boah, da musste ich kurz husten, das habe ich kurz rausgeschnitten. Und zwar ist es so, alle Apple-Produkte, die ich jemals besaß, habe ich jetzt hier so aufgelistet und hier rumstehen. Und weil ich die Apple-Verpackungen einfach so mega schön finde. Und bevor ihr jetzt anfangt zu schreiben, oh, so ein Bonze, guck mal, wie viele iPods und iPhones der hat. Bullshit. Also das ist immer so, ich habe mir immer ein iPod Touch gekauft und wenn die nächste Generation rauskam, habe ich immer den alten verkauft, und um mir dann den neuen leisten zu können und ein bisschen selber durch Ferienjobs, die ich gemacht habe, da Geld noch drauf zahlen zu können, um mir das dann leisten zu können. Und alles, was ihr seht, ist selbst erarbeitet. Ich habe für alles, was hier rumsteht, selber gearbeitet, und das könnt ihr auch, wenn ihr unbedingt ein iPhone 4S haben wollt, dann könnt ihr auch arbeiten und euch das Geld dafür verdienen. Das ist kein Problem, es gibt Ferienjobs, also Kommentare wie, ich bin reich oder so, möchte ich gar nicht erst sehen. Aber jetzt, wo das gesagt ist, können wir ja hier mal drüber gehen. Wir haben hier einmal mein aktuelles iOS-Gerät, das iPhone 4S mit 64 GB. Angefangen habe ich mit einem iPod Touch der zweiten Generation mit 16 GB, den habe ich verkauft, um mir dann den leisten zu können. Das ist der iPod Touch der dritten Generation mit 32 GB. Natürlich mit 32 und nicht mit 8, weil der mit 8 ist ja der zweiten Generation.
Und dann, als dann der iPod Touch der vierten Generation rauskam, habe ich mir den besorgt. Der ist mir dann lustigerweise, also nicht mir, sondern einer Freundin von mir runtergefallen, eine Woche nachdem ich den gekauft habe. Und tada, netterweise hat die Reparatur im Apple Store der ihre Haftpflichtversicherung gezahlt und schwupps, habe ich dann ein Ersatzgerät von Apple bekommen. Den kaputten habe ich nicht mehr, aber deswegen stehen hier zwei iPod Touch der vierten Generation Schachteln rum. Nicht wundern, ich hatte keine zwei, sondern das ist eigentlich nur einer. Dann haben wir einmal ein Magic Trackpad und Mac OS X Sloan Leopard. Ein MacBook Pro mit 13 Zoll von 2009. Das ist eigentlich das erste 13 Zoll MacBook Pro gewesen. Da drüber Apple Keyboard, Apple Batterieaufladedinger, AirPod Express WLAN-Router, eine Flip-Kamera, die Magic Mouse, die steht hier so rum, weil ich die im Moment nicht benutze. Das Apple TV der zweiten Generation, also dass das nur 27p HD kann. Das steht übrigens im Wohnzimmer, also nirgendwo in meinem Zimmer rum. Und hier noch das Aufladegerät. Also das hier ist irgendwie meine Apple Wall. Darüber habe ich hier noch so iTunes-Karten aus den Zeiten, wo ich iTunes-Karten benutzt habe. Mittlerweile benutze ich Kreditkarte, das ist viel einfacher. Okay, man kauft zwar 20 mal mehr, aber dafür ist es irgendwie einfacher. Hier noch irgendwie ganz viele Poster und so. Bilder von meiner Familie. Ein ganz verwirrtes und zermatschtes Pinnwändchen. Und dann kommen wir auch schon zu dem, glaube ich, interessantesten Part. Nämlich meinem Schreibtisch. Ja, ich habe hier so einen ganz 0815 Essenszimmerstuhl hier rumstehen, auf dem ich immer sitze. Und wenn ich mich da mal drauf sitze, dann seht ihr hier irgendwie mein Display-Setup. Genau, ich habe hier mein MacBook stehen. Das ist, wie gesagt, ein 13 Zoll MacBook Pro von Mitte 2009. Also das erste 13 Zoll MacBook Pro. Das hat, also ich habe das upgegradet zwischendurch. Es hat jetzt mittlerweile 8 GB RAM, eine 500 GB Festplatte und einen 2,26 GHz Dual-Core-Prozessor, falls das irgendjemand interessiert. Ich weiß, mich würde es interessieren. Naja, egal. Davor haben wir hier das Apple Keyboard, das ich zum Keyboarden benutze. Ja, der Wahnsinn. Also darauf tippe ich, weil es irgendwie angenehmer ist mit dem externen Monitor. Und daneben das großartige Magic Trackpad, was ich jedem nur empfehlen kann. Das ist die beste Maus, die ich je benutzt habe. Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich tollsten Dings hier. Ich habe hier so einen 21 Zoll Monitor von, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ja, von Acer rumstehen. Und zwar ist das der X223 HQ. Der ist ziemlich cool, weil er für seine Größe ziemlich billig ist. Also er hat, glaube ich, 90 Euro gekostet. Und wie gesagt, es ist ein 21,5 Zoll Monitor mit Full HD Auflösung. Also das ist hier ein super Teil. Die Farben sind natürlich nicht so Bombe, aber was will man erwarten für 90 Euro? Ist das, finde ich, trotzdem ein sehr guter Preis. Den können wir jetzt mal ausmachen, weil ich glaube, dass der Monitor tut hier irgendwie da uns das Licht kaputt machen. Ja, genau. Ihr fragt euch sicherlich hier, was ist mit meinem MacBook passiert. Das fragen sich nämlich alle, die das sehen. Und deswegen erkläre ich euch das mal kurz, weil ich schon sehen kann, dass ihr wieder Kommentare schreiben werdet, was da passiert ist. Also mein Display vom MacBook ist kaputt gegangen. Und ich habe versucht, das zu reparieren und das ist gescheitert. So kann man das ungefähr kurz zusammenfassen. Aber ich werde das bald zur professionellen Reparatur schicken. Sobald ich mit dem Abitur fertig bin, weil bis dahin brauche ich unbedingt noch meinen Computer. Ich bin auf den angewiesen, deswegen kann ich den jetzt im Moment nicht wegschicken. Aber nach dem Abi werde ich dieses Ding hier wegschicken zur Reparatur und dann habe ich hier endlich wieder einen zweiten funktionierenden Monitor. Im Moment ist das leider nicht der Fall, also das Display ist im Moment total kaputt und tut nichts anzeigen. Deswegen auch hier der externe Monitor, aber das lässt sich eigentlich ganz gut benutzen. Ist jetzt halt so ein bisschen wie so ein Mac Mini eigentlich. Aber naja, man kann es benutzen. Hier auf unter meinem Monitor steht hier meine 1,5 Terabyte externe Festplatte für Time Machine Backups und meine ganzen Video-Rohdaten und so Zeug, die werden darauf extern ausgelagert, weil auf meiner 500 GB internen Platte einfach nicht genügend Platz ist. Deswegen hier diese externe
USB-Festplatte. Kann ich nur empfehlen. Also super Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier, das ist 1,5 Terabyte für 80 Euro, habe ich glaube gezahlt. Super Teil. Und das war schon vor 2 Jahren. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich sogar noch billiger. Daneben seht ihr hier eine Sache, ohne die ich eigentlich nicht mehr leben könnte. Also das ist der Wahnsinn. Das sind die Logitech Z4 Boxen. Auf der anderen Seite ist das andere Gerät. Hier ist irgendwie die Schaltung dazu. Und unter dem Tisch ist hier noch die Bassbox dazu. Und ich kann euch sagen, die Logitech Z4 Boxen sind der krasseste Preis-Leistungs-Scheiß, den ich je gesehen habe. Das habe ich, die habe ich beim Mediamarkt gekauft, als sie im Sonderangebot waren, für 50 Euro und hell yeah, die Soundqualität von denen ist der Wahnsinn. Also für jeden, der gerne Filme schaut, Musik hört und so weiter und so fort, Logitech Z4 Boxen kann ich nur empfehlen. Mittlerweile gibt's die leider nicht mehr. Logitech baut die nicht mehr, weil die jetzt mittlerweile den Nachfolger davon im Modell haben. Das Blöde ist nur, der Nachfolger ist nicht annähernd so gut wie die Logitech Z4 Boxen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber bei Amazon und bei eBay kann man die noch kriegen. Also Logitech Z4 Boxen kann ich wirklich nur empfehlen. Daneben habe ich hier jetzt noch den Pocket Mixer rumstehen. Von dem habe ich ja bereits ein Review gemacht. Also sollt ihr eigentlich wissen, was das ist. Den habe ich einerseits hier an meinem Mac angeschlossen. Eben halt, damit ich über die Logitech Z4 Boxen dann meinen Sound hören kann. Andererseits hängt hier noch so ein loses Kabel rum. Das heißt, wenn ich da mein iPod anschließen will, oder iPhone oder was weiß ich, einfach nur anschließen, Switcher rüber und schon kann ich diese Z4 Boxen da toll mit verwenden. Hier vor meinem Monitor, habe ich noch vergessen zu zeigen, ist hier so eine Art Ladestation für mein iPhone. Da lege ich dann immer mein iPhone auf dieses Putztuch und schließe es an, dann wird das gesynkt und so weiter und so fort. Also, genau. Gehen wir weiter hier zu meinem Stativ. Das steht hier irgendwie immer so neben meinem Schreibtisch rum, wenn ich es gerade nicht brauche. Und oben auf diesem Stativ, da, also das ist das Hama Star 61 Stativ, ist halt ein ziemliches Billig-Stativ, aber macht seinen Job. Aber oben drauf habe ich hier diesen Kugelkopf aus Aluminium drauf, diesen geilen Scheiß. Und das ist einfach ein bewegbarer Kugelkopf, wo man dann irgendwie seine Kamera drauf montieren kann und dann in jegliche nur erdenkliche Richtung drehen kann. Und das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Teil. Das werde ich auch für ein Produkt, das ich bald bekomme, gut brauchen können. Nämlich den Pico Flex Dolly, aber dazu irgendwann mal mehr. Und genau, das ist eben mein Stativ. Das steht hier so rum und wird da halt weggenommen, wenn es benutzt wird. Habe hier noch so meinen Fenstersims mit Stiften und so Zeugs. Daneben irgendwie so einen uralten Schaukelstuhl, der zusammenkrachen würde, wenn man sich draufsetzt, aber macht nichts. Da habe ich immer so meine Klamotten drauf rumhängen, wie hier mein unglaublich awesomes Veräppelt-Shirt, das ich von meinen Schwestern zu Weihnachten bekommen habe. Und dahinter nochmal, seht ihr es hier, unglaublich viele Verpackungen von irgendwelchen Zeug, weil ich liebe es, Verpackungen aufzuheben, ich weiß nicht wieso, aber da stehen, wie gesagt, viele Verpackungen rum. Dann kommen wir zu meinem Nachttisch. Mein Nachttisch steht irgendwie hier so neben meinem Bett mit meinem unglaublich süßen Kuschelhasen. Okay, das ist jetzt hier ein Scherz, der liegt halt noch rum, keine Ahnung. Genau, das ist hier mein Nachttisch, nichts Besonderes, irgendwie so eine uralte Kinder-Nachttischlampe, die ich halt noch hab und die macht halt Licht, also was sie soll, und deswegen steht die da so rum. Dann habe ich hier noch so eine andere Lampe, die benutze ich aber nicht als Lampe, sondern eigentlich nur so als Aufhänger für alle meinen Kabelscheiß, sag ich es mal, weil ich unglaublich viele Kabel habe und es einfach praktisch ist, dass ich alle meine Kabel, so USB-Kabel und so Zeug da drüber hängen kann oder Kopfhörer oder so. Seht hier, hängen zum Beispiel meine originalen Apple-Kopfhörer dran oder meine Kopfhörer, die ich primär benutze, meine Bluetooth-Kopfhörer, die Dell BH200 heißen die, glaube ich. Die sind eigentlich ziemlich cool, haben ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, werden, glaube ich, aber auch nicht mehr hergestellt. Aber sind Kopfhörer halt mit Bluetooth, die ohne Kabel funktionieren, deswegen benutze ich die und finde die ziemlich cool. Kommen wir zum nächsten. Und zwar
meinen iHome-Boxen. Ich habe hier am Nachttisch irgendwie hier so eine iHome-Station rumstehen. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß, das sind wahrscheinlich einige von euch enttäuscht. Ich weiß gar nicht die genaue Produktnummer von dem Ding. Das habe ich mal zum Geburtstag, glaube ich, bekommen. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Teil. Also die iHome-Boxen kann ich weiterempfehlen hier. Sind halt, machen halt ihren Sound irgendwie hier so und laden das iPhone aus, auf. Da steckt es dann immer in der Nacht drin. Also kann man hier so herausnehmen und hineinstecken und aufladen und irgendwie abends Podcast hören. Ist ziemlich cool, weil es einen eingebauten Sleep-Timer und Wecker und so weiter hat. Daneben steht noch mein Sicherheitswecker, falls ich mal irgendwann ziemlich früh raus muss, wie zum Beispiel morgen, weil ich morgen Deutsch-Abitur schreibe. Dann stelle ich den auch zur Sicherheit, damit ich auf jeden Fall aufwach, weil der weckt mich manchmal hier nicht auf. Und genau, das sind hier meine Boxen. Hier drin steckt mein iPhone. Im Moment komplett ohne jegliche Security oder so, also einfach nur hinten eine Displayschutzfolie, vorne eine Folie drauf, ganz viele Dapper, ich weiß, und sonst keine Hülle, weil ich Hüllen irgendwie blöd finde, weil irgendwie das Design von dem Gerät kaputt machen. Schutzfolien geht schon gut, das macht ja das Design nicht so kaputt, aber so eine Hülle, naja, dann lässt sich auch das Gerät nicht mehr so doll in die iHome-Boxen reinstecken, deswegen muss es nicht unbedingt sein, aber das ist hier eben irgendwie hier so mein iPhone. Genau. Mit 64 GB habe ich auch ein Review drüber gemacht, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und ja, auch das ist mir nicht von meinen Eltern in den Arsch gesteckt worden, sondern auch dafür habe ich einen Ferienjob gemacht, um mir das leisten zu können. Genau. Gehen wir weiter. Hier ist mein Bett. Da saß ich jetzt drauf, deswegen ist es zerdrückt. Aber passt schon. Das ist halt so ein Bett zum drauf schlafen. Wer hätte es gedacht? Und dahinter mein Greenscreen. Ja, ich habe mir hier so eine Wand in meinem Zimmer einfach grün angemalt. Genau, einfach bin ich im Baumarkt gefahren, habe mir grüne Farbe geholt und das angepinselt. Das seht ihr jetzt in diesem Video, dass das so Unebenheiten hat. Das Witzige ist aber, wenn ich mich filme vor dem Greenscreen und das Ganze unscharf stelle, weil ich ja im Vordergrund scharf sein will und im Hintergrund unscharf, dann passt das mit den Unebenheiten. Und im Programm, wenn man das rauskeyt, dann sieht man das überhaupt nicht. Also braucht euch nicht wundern, der Greenscreen hier funktioniert mega gut. Also ist ein super Teil, kann ich nur empfehlen, falls ihr was mit Greenscreen macht und viel mit Greenscreen arbeitet, einfach mal eine Wand in eurem Zimmer blau anmalen. Ja, da sind wir fast durch, aber hier gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen kann. Und zwar ist das hier mein verlorener Schatz. Das ist meine MacBook-Display-Scheibe. Ihr könnt hier sehen, MacBook Pro. Ja, von der versuchten Display-Reparatur, die schief gegangen ist. Die würde jetzt hier, ein bisschen rauszoomen hier, die würde jetzt hier da drauf passen auf mein MacBook, aber aus Erinnerung an die schönen Zeiten, die ich mit dieser Displayscheibe hatte, hängt die jetzt irgendwie hier über meinem Bett. Genau, da oben sind noch schöne Bilderchen und das war's eigentlich mit diesem Video. Genau, ich bedanke mich im Endeffekt nochmal für alle, die so lange durchgehalten haben. Muss ja ein ewig langes Video hier geworden sein. Ich hoffe, es hat euch unterhalten, interessiert, wie auch immer. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu den technischen Geräten habt, die hier so rumliegen, einfach fragen. Ich beantworte vieles sehr gerne, außer die Fragen sind sehr dumm, dann beantworte ich sie nicht, aber naja. Okay, also falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, einfach hier schreiben. Ich bedanke mich nochmal für unglaubliche 2000 Abonnenten. Ihr seid der Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video irgendwie was gegeben, was euch da entschädigt für das, was ihr für mich alles tut. Ich bin euch unendlich dankbar. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich plane auch nicht, demnächst hier mit YouTube aufzuhören. Das geht noch ein ganzes Weilchen. Und genau, ich verabschiede mich von euch, von dieser Zimmertour und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, falls ich irgendwann mal wieder den nächsten Video machen kann, weil jetzt ist ja erstmal eine Woche lang Abitur. Naja, also dann, danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, vielen Dank fürs allgemeine Zuschauen und so weiter und so fort. Tschüssi!